Sie fragen sich, wie? Niemand scheint es zu wissen, aber er soll in eine sicherere Zelle verlegt worden sein. Ich bin kein Experte für Hochsicherheitsgefängnisse, aber geht es nicht darum, dass sie sowieso sicherer sind als... Hat sich überrascht. Und damit willkommen zurück bei Spider-Man. Ich bin gerade... Oh mein Gott. Wenn sie nur nicht ständig Geiseln nehmen würden. Okay, das war jetzt ein bisschen unerhofft. Ich weiß nicht genau, wer da aus beinahe aus Raft ausgebrochen ist, aber okay. Gut, willkommen zurück, ne? Und so weiter und so fort. Wir wollen zu Mary Jane, richtig? Verabredung zum Abendessen, Hauptmission. Genau, wir wollen bei Mary Jane ein bisschen kochen. Die hat was eingekauft und wir wollen uns da auf ein Date mit ihr treffen. So, ich habe das Update runtergeladen. Ich kann euch jetzt nicht sagen, ob dadurch jetzt die Abstürze gepatcht sind. Bei Miles Morales soll es wohl laut einem Tweet von Insomniac Games ein Update geben bezüglich der Abstürze. Das war jetzt aber nicht für das Remastered konkret erwähnt. Wäre typisch New York, wenn es um einen Parkplatz ginge. Hoffen wir einfach mal. Okay, Dämonenverbrechen Hell's Kitchen abgeschlossen. Sehr schön. Sable hat ernsthafte Probleme gegen die Dämonen. Schlechtes Zeichen. Gut, wobei Sable natürlich grundsätzlich schon mal eine gute Verstärkung ist, auch wenn die Polizisten dadurch jetzt irgendwie komplett verschwunden sind. Das gäbe es einfach gar keine mehr. So. Der Soundtrack ist aber auch gut, ne? Schön, dich zu sehen. Nee, also Insomniac Games hat auf jeden Fall geschafft, oder? Also, wenn ich jemals eine Superheldenmarke wieder auferstehen gesehen habe, dann ist das Spider-Man. Das Spiel ist einfach grandios, wirklich. Ich kann es nicht oft genug sagen. So, hier wurde Mary Jane, ja? Schön. Du wirst nicht glauben, was passiert ist. Die Adresse, die du mir gegeben hast? Ich war da. MJ. Ich weiß. Warte. Was ist das? Hör nur zu. Das ist die richtige Adresse. Die Männer sind alle bewaffnet. Was ist das hier? Dieses Büro. Vielleicht gibt's da eine Verbindung zu Lee. Ich muss da hinten hin. Hä? Was war das? Welcher Trottel räumt sein Zeug nicht weg?
Garantiert happy. Bezahlt Martin Lee wirklich den Boss? Ja. Hey, Rick! Wir bauen diese Kriegsbestie für Lee und Lee finanziert dafür den Boss. Ich muss in dieses Büro. Wisch mal besser die Schlacke von der schlampigen. Wenn der Boss das sieht, ist er sauer. Was bauen die hier nur? Ist das alles für Lee? Okay, das ist eine Art Biker-Gang, oder? Hey, ich hab was gehört. Okay, also mal wieder so eine kleine MJ-Sequenz. Was sagte? Dieser Ort ist echt unheimlich. Welches Fahrzeug braucht so große Reifen? Ein Traktor. Mann, ich hab das Ding noch hier gelassen. Oh mein Gott. Der Typ da geht nirgendwo hin. Vielleicht kann ich ihn ablenken. Ja, hoffentlich. Ah, hier. Militärische Ausrüstung? Sieht aus wie so ein Panzerfahrzeug, ja? Das Büro muss rechts von mir sein. Schön vorsichtig jetzt. Ein bisschen wie die Southside Serpents aus Riverdale, oder? Sehen wichtig aus. Alchemax kommt mir bekannt vor. Was ist da drin? Karte und was? Lee merkt das nie. Tombstone. Hast recht, Rick. Merkt er nicht? Weil's nicht da ist. Gott verdammt! Ich sag doch, ich bring's in Ordnung! Du hast echt Eier, Rick. Mal sehen, wie hart die sind. Ja! Wie überaus enttäuschend. Ich brauche einen neuen Schweißer. In dieses Büro. Hey, was war das? Weiß ich nicht. Ich würde unbedingt mal nachgucken. Boah. Boah. Geschafft. Tombstone. Entwürfe. Ein Transportwagen. Das bauen sie also für Lee. Aber wozu braucht er einen Panzer? Und los geht's. Ein Panzerwagen, gute Frage. GPS-Peilsender. Wozu braucht Tombstone die wohl? Okay, Jungs. Wir rücken aus. Holt das Zeug aus meinem Büro. Zeit zu gehen. Okay, ich möchte sagen, tu das nie wieder, aber da du ohnehin nicht auf mich hörst... Hier. Die sind fürs nächste Mal. Klasse. Danke.
Du weißt, dass Tombstone verrückt und quasi unbesiegbar ist, richtig? Jeder hat einen schwachen Punkt. Meiner ist... Was auch immer du da gerade kochst. Es riecht köstlich. Hähnchencurry, es muss noch köcheln. Keine Knödel, hoffe ich. Darüber wirst du nie Gras wachsen lassen, oder? Nein. Die große Knödelkatastrophe. Krass, dass sie das ganze Haus evakuiert haben. Ich weiß, und das im Januar. Deine Nachbarn hassten mich. Unsere Trennung hat sie ziemlich gefreut. Ja. Also, reden wir über deinen Fund in Lees Büro. Tja, Lee hat ein Problem mit Norman Osborn. Ja, aber warum? Ich weiß es nicht. Aber sein nächster Schritt beinhaltet den Teufelsatem, was immer das ist. Ja, ich werde recherchieren. Also, ich dachte, wie wär's? Wir als Team? Du als meine Gehilfin? Wie Spider-Girl? Spider-Woman? Nein, Woman. Kein Sidekick. Als Partnerin. Oh. Oh nein, nicht schon wieder! Hey, dein Verbrechenssystem-Dings. Es gibt da einen Wohnungseinbruch. Charles Standish. Kommt mir bekannt vor. Oh, Oscorps Finanzchef. Warte. Glaubst du, dass das etwas mit Lee zu tun hat? Sorry, dass ich dich sitzen lasse. Hast du deine Klamotten einfach auf dem Küchenboden gelassen? Wo soll ich sie denn... Die Couch wäre okay. Dann sehen wir uns später? Ja. Mega geil, oder? Ich liebe es. Ich liebe es einfach. Okay, Verabredung zum Abendessen abgeschlossen. Überprüfe das Penthouse. Ich bin's. Das Curry ist gut. Was wissen wir über Charles Standish? Mal sehen. Finanzvorstand bei Oscorp. Bereits seit 20 Jahren im Unternehmen. Single. Bekannt für seine Kunstsammlung. Und wenn er in diesem Gebäude ein Penthouse besitzt, muss er super reich sein. Wenn Lee hinter ihm her ist, dann wegen des Teufelsatems. Okay, ich werde die Akte durchsuchen. Sag mir Bescheid, wenn du was findest. Ich glaube, Lee könnte etwas noch Schlimmeres als beim Rathaus planen. Also, sind wir jetzt Partner? Fühlt sich zumindest so an. Partner! Klingt gut. Okay, bis dann, Partner. Ich glaube, Peter möchte mehr als nur ein Spidey-Partner sein, oder? Okay. Die Polizei sieht aus, als könnte sie Hilfe brauchen. Für die Hilfe, Spider-Man. Bitte Funkspruch. Wir brauchen einen Wagen. Okay. Erklärt aber nicht, wo der Einbruch stattfindet. Dann sind vermutlich noch mehr. Da die oben. Jungs, bleibt hier. Okay, dann schnell rein da. Da hat es jemand eilig. Spider-Man! Ein verletzter Mann. Hallo? Sie sind verletzt. Ich bin okay, aber du musst Standish finden, schnell. Die Typen mit den Masken haben ihn entführt und in seine Wohnung verschleppt. Er wohnt im Penthouse, oberster Stock. Okay, warten Sie hier. Gut, dass ihr da seid. Mein Auto ist weg. Ich bin sicher, dass ich hier geparkt hatte. Ich bin auch geil, aber so!
Okay, soweit so gut. Oh nein, kein großer. Hey, ihr arbeitet auch hier? Die Parkplätze werden aber echt gut kontrolliert. Hey, wir können Finisher gegen große machen. Das ist aber neu, oder? Und ciao. Guter Kampf! Der Wille war da! Aufzug geht nicht. Sie wissen, dass ich hier bin. Vielleicht kann ich den Aufzugsschacht hochkrabbeln. Okay, aber beinahe zu einfach, oder? Das haben wir gut hinbekommen. Okay, auf nach oben. Wir müssen ja in das Penthouse. Von hier aus müsste ich eigentlich ins Penthouse kommen. Sieh mir, Woody! Der Aufzugsschacht ist total sauber. Okay, fast geschafft. Aus dem Licht bleiben. Das sollten wir hinbekommen. Das ist echt ein ganz schön großes Haus, ne? Brandbomben? Im Ernst? Bewegung! Oh oh! Wow! Oh mein Gott! Das haben die aber ernst gemacht! Eine interessante Sache übrigens noch, ihr habt ja gehört, dass Lee Leute beeinflusst und das Böse in ihn hervorruft. Das heißt im Klartext, dass die ganzen Leute, die die Masken tragen, eigentlich gar nicht böse sind, sondern nur manipuliert werden. Und eigentlich ist nur Lee böse. Ja. Das ist Standish. Okay, und jetzt? Geben Sie Ihr Passwort ein. Ich bin nervös. Vielleicht sollte ich ihn ausschalten. Ganz ehrlich? Das gefällt mir kaputt besser. Okay, konnte ich jetzt nicht finishen. Komisch. Und das hier hätte vermutlich meinen Studienkredit gedeckt.
Okay, geschafft. Hoffentlich geht es Standish gut. Hat er hier einen Flügel stehen? Guck ich das mal an. Hier draußen eine schöne Dachterrasse. Ein Flügel. Oh, eine offene Küche. Ja, dann, das ist natürlich ein schönes Leben in einer Großstadt, oder? Fetter Fernseher, die E-Gitarre auf dem Sofa liegen. Das ist natürlich was ganz anderes als, so ein Leben, wie Peter das führt, ne? Schön nah an Bahngleisen, alles vibriert. Also das ist natürlich nochmal... Dann könnte ich auch in einer Großstadt leben. Versuchen wir es nochmal. Okay. Gefahr gebannt. Hinter was waren die her? Nur Finanzunterlagen. Über den Teufelsatem? Woher weißt du davon? Warum wollen die das? Ich weiß nicht mal, was das ist. Mr. Osborne hat da jahrelang Geld hineingesteckt, aber das ganze Projekt ist geheim. Ich bin der Einzige, der Unterlagen darüber besitzt. Nicht mehr. Die haben etwas auf einen gesicherten Server kopiert. Gehaltsinformationen eines Dr. Isaac Delaney. Wer ist das? Ich weiß es wirklich nicht. Runter! Los, los! Halt, der Aufzug ist... Bin gleich da! Fast erwischt! Versuchen Sie, langsamer zu fallen! Hab Sie! Alles okay? Ja, ich glaub schon. Gut, gut. Naja, für einen Aufzugsschacht ist es ja doch ganz hübsch. Ich liebe Peter Parker. Hey, Yuri. Alles okay? Ja, aber ich habe nicht viel aus Standish rausgekriegt, bevor diese Sable-Typen mich weggeschickt haben. Was läuft da? Ich glaube, sie wollen dafür sorgen, dass er den Mund hält. Weil er etwas über den Teufelsatem weiß. Genau. Was auch immer das ist. Ich arbeite dran und habe schon eine Spur. Eine Spur? Du hörst dich an wie ein Polizist. Du meinst... Spider-Corp. Yuri? Das ist nur fair. Eiskalt aufgelegt. Okay, schön. Peter, was ist mit Standish? Er ist in Sicherheit. Okay, gut. Und die Dämonen? Sie haben einen Namen gesucht. Hast du was zum Schreiben? Ja, los. Dr. Isaac Delaney. Okay, wer ist das? Was ist mit ihm? Ich hatte gehofft, du wüsstest es. Ich bin dran. Gib mir nur einen... Ach, bevor ich's vergesse. Du hast diesen Tracker von Tombstone bei mir vergessen. Ich bringe ihn zu Dr. Octavius Labor und sage dir, was ich über Delaney habe. Okay. Jetzt haben wir aber sehr viele Spuren, ne? Tombstone, der diesen Transporter hergestellt hat, dieser Delaney, dieser komische Doktor. Alles hängt scheinbar mit Teufelsatem zusammen. Also, ein riesiger Transporter. Also, fassen wir mal zusammen. Der will Teufelsatem von Oscorp haben, die eigene Waffe gegen Oscorp einsetzen und dafür möchte er ganz gerne auf diesen riesigen Transporter zurückgreifen, in den dann der Teufelsatem transportiert wird, oder? Wäre jetzt mal so meine Vermutung. Was geht denn hier für eine Party ab? Schick. Gut, ich mach mal ganz kurz Pause, ich bin sofort wieder da. Einen Moment bitte.
So, Entschuldigung. Zwei wichtige Telefonate. Mein Gott, ich bin aber auch, ich bin wichtig, ne? Muss man schon sagen. Zumindest von meinen Telefonaten her. Was ist das denn hier? Ein Verbrechen. Auf geht's. Auf geht's. Keine Zeit verlieren. Wir werden benötigt. Spider-Corp ist wieder im Einsatz. Nachricht von da. Greift sich wirklich auf. Hoffentlich überanstrengt er sich nicht. Hey, hast du Zeit, etwas für mich zu überprüfen? Nein, aber wenn du nett fragst... Uns wurde eine verdächtige Kiste auf einem Dach in Hell's Kitchen gemeldet. Ich könnte das Bombenkommando rufen, aber wenn das nur ein Schulprojekt von ein paar Kids ist... Ja, ich weiß. Budgetkürzungen, bla bla bla. Also? Kannst du bitte mal nachsehen? Da war ja das Zauberwort. Ich hoffe, es ist irgendein Schulprojekt. Mann, ich vermisse das. Schulprojekte sind so viel einfacher als echte Projekte. Das stimmt wahrscheinlich. Oh, was ist denn hier los? Bombenherausforderung. Oh mein Gott. Und hier ist noch eine Nebenaufgabe. Tombstone unterwegs. Oh, Moment mal. Ich glaube, ich habe Bock auf eine Tombstone-Nebenaufgabe, oder? Ist jetzt zu einer Nebenaufgabenkette geworden? Das ist natürlich interessant. Das machen wir. Ich sollte mir hier auch noch den Sender von MJ ansehen. Ah, wir sind bei Dr. Ork, ich verstehe. Den hat MJ ja hingebracht, den Sender. Also dieses komische Peilding. Wenn ich das rekonstruiere, kann ich Tombstones Fahrzeuge verfolgen. Aha. Ja, einmal nach da. Nee, wahrscheinlich nach oben, ne? Jo und jo und... Ich vermute mal so. Okay, oder auch nicht. Wir müssen hier, glaube ich, direkt rein, ha? Huh? Ich habe aber eine Ecke zu wenig. Moment mal. Hintenrum. I get it. Nice. Das sollte reichen. Zeit für einen Test. Oh,
Okay, und wieder raus hier. Schön. Ja, ein bisschen komplizierter. Einfach dem Signal nach. Sollte mich an den Ort führen, an den Tombstone will. Der sah ganz schön bedrohlich aus, ne? Der macht mir echt Kopfschmerzen. Undurchdringliche Haut plus null Moral gleich großes Problem. Hoffe, Autos zerlegen ist das Schlimmste, was er so macht. Hoffentlich. Aber New York hat definitiv ein Verbrecher- bzw. ein Anti-Helden-Problem, oder? So, wir kommen näher. Da, der Laster. Na, ihr Sonntagsfahrer? Mist, es ist Spider-Man. Ruft Verstärkung. Lasst ihn nicht hinter euch. Hals! Maul! Hey, die ganze Bande ist da. Er hat Danny! Stone sagte, dass du kommst. Er schießt ihn, bevor er befürchtet. Haltet ihn auf! Tut mir leid, Spider-Notfall. Rein, Jungs, wir besiegen ihn! Die armen Motorräder. Biker erledigt. Mal sehen, was im Laster ist. Ich ahne Schlimmes. Chemikalienbehälter. Leer. Aber alle sauber geschrubbt. Offenbar kommen die alle vom Alchemax-Werk in Harlem. Aber was war in ihnen drin? Das Geräusch bedeutet das Ende unserer Blitzrunde. Sollte mal bei Alchemax vorbeischauen und herausfinden, was in diesen Fässern war. Tombstone plant da was. Wahrscheinlich illegal. Definitiv gefährlich. Gibt's eine Folgeaufgabe? Sturm auf die Burg. Internetberühmtheit. Ah, Tombstone. Was baut der da drin bloß? Cool. Abtauchen und sprinten. Eine Forschungsstation. New York ist berühmt für sein sauberes Trinkwasser, aber das ist natürlich nicht ohne sehr viel Arbeit zu haben. Diese Station soll diesen Aufwand verringern, indem sie kleinere Gewässer, die mit der Hauptwasserversorgung der Stadt verbunden sind, überwacht. In diesem Labor wird die Wasserqualität überwacht. Jede Verunreinigung wird sofort gemeldet. Ich wollte es selbst überprüfen, aber man hat nie genug Zeit. Ich habe das Gefühl, Harry verschweigt mir etwas. Ich hoffe, es geht ihm gut. Der wird wahrscheinlich gerade zum Kobold. Wenn ich sie nicht vernichte, gelangen sie in unsere Nahrung. Ich habe in Harrys Labor ein Virus entwickelt, der sie angreift. Aber ich brauche eine Probe der Algen. Ich muss zum See, sofort. Nach vorne los!
Erledigt. Ich muss die Zellwände aufbrechen. Und das geht auf die Schnelle nur mit Schwerkraft. Auf die Schnelle kann ich Schwerkraft nur erzeugen, wenn ich von weit oben runterspringe. Das höchste Gebäude hier ist Oscorp. Ein Labor wäre geeigneter, aber ich habe keine Zeit. Erreiche die Spitze eines Gebäudes, das mindestens 100 Meter hoch ist. Bitte, was? Geschafft! Jetzt nur noch einmal. Ich bin nicht scharf auf ein zweites. Zu voreilig. 250 Meter. Nicht tief genug. Okay, das ist das Hauptgebäude von Oscorp, ja, der Firma von Norman Osborn. Das war gut, wenn ich mich nur nicht übergeben muss. Ich muss zurück zum See und das hineingeben. Mein Spinnenfinger juckt. Spinnenfinger? Bitte was? So. Und es ist auf die Giftalge zugeschnitten. Perfekt. Es greift normale Pflanzen nicht an. Das hat was, denn ein Park ohne Pflanzen ist nur eine Baulücke. Schön. Abtauchen und sprinten. Ja, ich sag ja, die Forschungsstationen sind ganz nett. Kann man nebenbei aber ganz gut mitmachen. Sturm auf die Burg, sollen wir es auch mal eben machen? Liegt ja eigentlich auf dem Weg, oder? Okay, Sturm auf die Burg. Sieh dir das mal an. Die sieht ja sympathisch aus. Ist das eine nächtliche Vogelbeobachtung? Ja, ich habe im Park nachtaktive Raubvögel beobachtet, als mir bei Belvedere Castle eine Gruppe bewaffneter Männer aufgefallen ist. Danke für die Informationen, Stephanie, sag Bescheid, wenn ich helfen kann. Ich werde alles von hier oben im Auge behalten. Danke für die Hilfe, Stephanie. Was wollen bewaffnete Männer beim Belvedere? Das werden keine Touristen sein. Aber wie schön die da oben auch ihre Cookies dabei hatte, ne? Oh, hier ist ein riesiges Lager von, Saber. Fisks Männer. Nicht gut. Ich schlaf schön. Stehen bleiben! Ich schalte ihn aus! Ich bin eingesprungen! Los! Fisk bringt uns um, wenn wir ihn nicht ausschalten! Schnappt ihn euch! Hol ihn runter, sonst haben wir keine Chance! Holt ihn auf den Boden! Ich werde dir Respekt beibringen! Das waren alle. Finden wir raus, was sie hier wollten. Aber schön. Gibt's echt so eine mittelalterliche Ruine in dem Park? Wobei ich mir vorstellen kann, dass sie nachträglich gebaut wurde. Ich weiß nicht, was hier los ist. Mal sehen, ob ich irgendwas auf diesem Speicherstick finde. Klasse. Stephanie, ein Vogel hat gerade einen Speicherstick gestohlen. Vielleicht eine Taube. Ist das normal? Es ist Nistzeit, da überrascht mich das nicht. Ich glaube, in den Bäumen südlich vom Schloss ist ein Nest. Super, ich sieh's mir an. Oh Mann. Danke, Stephanie. Freunde. Toll. Gebt mir den Stick zurück, ihr dreckigen Flugratten. Versucht positive Bestärkung. Tauben sind tatsächlich erstaunlich intelligent. Erstaunlich intelligent, ja? Hey, Tauben! Das mit den Flugratten tut mir leid. Machen wir einen Deal? Was immer Fisk euch in Vogelfutter bezahlt, ich verdopple es. Hab sie! Aber sie hat den Stick nicht.
Okay, blöd, dass wir im Park nur sehr niedrig schwingen können, ne? Niete. Lass mich raten, es ist genau die letzte. Das war's. Ich hab den Stick. Yay. Zurück zum Laptop. Mal sehen, was Fisks Männer wollten. Jetzt macht der Name Sturm auf die Burg aber auch Sinn, ne? Weil es tatsächlich eine mittelalterliche Burg ist da hinten im Park. Anscheinend wollten sie einen Wurm ins WLAN des Central Parks hochladen. So könnten sie Zugriff auf haufenweise persönliche Daten kriegen. Da fällt mir ein, selbst ich nutze dieses Netzwerk. Moment, der Ladevorgang läuft noch. Es muss mehrere Zugangspunkte geben. Stephanie, du bist mein Auge am Himmel. Siehst du irgendwas Seltsames im Park? Ich sehe zwei Virginia-Uhus und mehr Kerle an einem Anschlusskasten. Danke. Halt bitte weiter die Augen offen. Ich muss zu dem Anschlusskasten, bevor der Ladevorgang beendet ist. Ohne Zugriff aufs Laptop können sie nichts hochladen. Das wird dir das Maul stopfen. Ich werde dir das Spiel beibringen. Was sollen wir dagegen tun? Du gehörst zu mir. Bis zum Ende Trophäe erhalten, danke. Danke für die Information. Ich sollte mich beeilen. Noch zwei. Hätte nie gedacht, dass ich das sage, aber wozu braucht der Central Park WLAN? Ich dachte, die Leute wollen hier abschalten. Da sind sie. Ich muss sie vom Kasten fernhalten. Er kann nicht ewig da oben bleiben. Das ist gefährlich. Okay, 400 Meter, 1,5 Minuten, das sollten wir schaffen. Aber schön, dass die Sable hier sind und nichts machen und nichts mitbekommen, dass hier einfach Verbrecher im Park rumstehen. Komm aus deinem Versteck und geh aus, schwert aus! Aus dem Weg! Ob tot oder lebendig, Fisk ist's egal. So, die Menschen in Manhattan können ruhig schlafen. Ihre Passwörter und Katzenvideos sind sicher. Spider-Man, Sie könnten mich gesehen haben. Oh nein, sicher? Ziemlich. Da kommen bewaffnete Männer. Verriegel den Zugang und halte durch. Ich komme. Ich muss zu Stephanie, bevor Fisks Leute da sind. Ich bin schuld, dass sie hier mit drin steckt. Rette Stephanie, okay. Ich bin gleich da. Versteck dich. Oh mein Gott. Niemals darf ein Helfer des Helfers bedroht werden. Ja, teilt euch auf. Findet die Frau mit dem Fernglas. Spider-Man, schaltet ihn aus und stoßt dann die Frau runter. Der Boss hat die Nase voll von dir. Und ich auch. Ich komm nicht an ihn ran! Keiner macht den Kingpin ungestraft Ärger! Schlag ihn nieder! Ich werde. Das waren alle. Mal sehen, was Stephanie macht. Oh Mann. Stephanie! Oh. Danke, Spider-Man. Das war etwas aufregender als meine sonstigen Vogelbeobachtungen. Hey, ich danke dir.
Deine Adleraugen haben verhindert, dass ein inhaftierter Gangsterboss an die Daten der halben Stadt kommt. Gar nicht schlecht, hä? Und ich habe ein Nest mit Kanada-Kleibern entdeckt, während du den Kerl fertig gemacht hast. Echte Schönheiten. Willst du mal sehen? Danke. Ich konzentriere mich ab jetzt auf Knastvögel. Oh. Okay. Abgeschlossen, Sturm auf die Burg. Cool. Haben wir wirklich Gesundheit erhöht? Haben wir wirklich so viele Fähigkeitspunkte? 9 Stück, krass. Wir wollten aber doch hier das machen. Bodenschlag. Besserer Bodenschlag. Schnellschwung. Oh. Moment mal, wir können jetzt 1, 2. Okay. Ah, und jetzt haben wir so einen Wuschsprung. Und jetzt können wir auch rum. Cool. Ich glaube, das hat sich gelohnt. Ja, machen wir mal eine Pause, oder? Wir wollen ja immer so 50 Minuten machen. Dann machen wir beim nächsten Mal hier das Versteck und hier die Nebenaufgabe und von mir aus auch die Nebenaufgabe, Internetberühmtheit. Dann kommen wir hier auch so ein bisschen nebenbei. Nebenmission 1 von 4, 1 von 1, 2, gar keine. Ja, ihr seht, es ist dann doch relativ schnell alles erledigt. Traurigerweise. Ja. Gut, beim nächsten Mal. Nebenaufgabe Tombstone. Wir wollen herausfinden, was der in diesen chemischen Fässern befördert. Es scheint alles ein bisschen mit diesem Teufelsatem zu tun zu haben. Ja. Aber okay. Nebenaufgabe beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's mit Spider-Man. Tschüss. Gibt es einen deutlichen Anstieg der Drogengeschäfte in unserer schönen Stadt. Und das sind nicht die Dämonen oder Wilson. Er ist verdorben. Ich muss ihn schonen. Ich rufe dem Kerl einen Krankenwagen. Hoffe, die können ihm helfen. Oh mein Gott. Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.